Eggert ist weg. Dann kann ich endlich mal meine Bombe basteln. Da, dieser Plastiksack ist genau richtig. So, schön dicht zwirbeln. Gas und Sauerstoff. Das muss fetzen, muss das. Das Eckert, was will der denn? Was ist? Los, komm runter! Was denn nun wieder? Ich komm, Eckert! Ja, Eckert? Heute wird nicht mehr gearbeitet. Wir gehen rüber zu den Maurers. Die geben einen aus. Ja, aber... Nein, nix aber. Als Lehrling hast du zu gehorchen. Ja, Eckert. Steve, wir müssen bis morgen früh alles für die Estrichliga klar haben. Wie weit sind Ihre Leute, Herr Röhrig? Ach, die wissen Bescheid. Bleibt eins, Herr Hübenbecker. Die machen Überstunden. Habe ich so angeordnet. Bestens, Herr Röhrig. Wenn Sie kurz noch warten würden, dann ziehe ich noch mal nach den Rohrstücken. Ob die auch ausreichen, Herr Hübenbecker? Ja, 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 schon in Ordnung, Herr Röhrig. Ja, ein Meter, so, oder? Eins, 5 und, ja. Was ist das nun wieder für Blödsinn? Ich messe 1,26. Eckert, Benne. Neo. Eckert, die Russen sind da. Eckert, ich will nach Haus. Ich muss ins Bett. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Eckart, wo bist du? Ist doch gut, Chef. Ich fahr sie nach Haus. Und Herr Hübenbecker sieht so komisch aus. Was ist los? Was ist passiert? Geht's, Herr Hübenbecker? Hab ich mich vermessen? Hier lang, Herr Hübenbecker. Ich wollte doch nichts kaputt machen. Oh, das war ein Knall. Das kannst du sagen, du. Kick mal, das oberste ist Stockwerk. Ja, das fehlt ganz. Ein Glück, morgen ist Berufsschule.